Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Und Jesus wanderte von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf, um zu lehren und des Wegs nach Jerusalem zu ziehen. Da sprach einer zu ihm: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sprach zu ihnen: Kämpft, um durch das enge Tor hineinzukommen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzukommen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr sich aufgerichtet, das Tor verriegelt hat und ihr von da an draußen steht, an das Tor klopft und sagt: Herr, mach uns auf, so wird er antworten: Ich kenne euch nicht, woher seid ihr? Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Gegessen haben wir doch und getrunken vor deinen Augen, und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird reden und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht, woher seid ihr? Hinweg von mir alle, die ihr Ungerechtheit wirkt. Dort wird sein das Heulen und Knirschen der Zähne, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Prophetinnen und Propheten im Königtum Gottes seht, euch aber hinausgeworfen. Und vom Aufgang und Niedergang, vom Nordland und Südland, werden sie kommen und zu Tisch lagern im Königtum Gottes. Und da, Letzte gibt es, die Erste sein werden. Und Erste gibt es, die Letzte sein werden. Gestern hat Jesus eine Frage gestellt, eine rhetorische, er hat sie selber beantwortet. Und wer den Impuls von der Theresa nicht gehört hat, muss das jedenfalls nachholen. Heute wird Jesus von einem Mann gefragt. Er hat sich die Frage nicht ausgesucht, aber er nutzt jede Frage, jede Begegnung, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Und er antwortet nicht nur dem einen, sondern er sprach zu ihnen, steht hier. Und sagt dann das erste Wort: kämpft. Bei Kämpfen habe ich mich erinnert an meine Erfahrung in Japan mit Kendo. Zu kämpfen ist, da gehört ganz, ganz viel dazu. Da gehört eine Aufmerksamkeit dazu, weil es gibt ja auch den anderen, der da ist und aufmerksam ist. Es gilt, auf ein Ziel zu schauen. Es gilt, Kraft und Mut zusammenzunehmen, auch die ganze Stimme, den ganzen Körper mit hineinzunehmen, um dann dieses Ziel zu erreichen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe das mit der Stimme nicht so hinbekommen. Das ist mir so ganz komisch vorgekommen. Aber ohne Stimme konnte ich nicht mit ganzer Kraft und mit aller Konzentration kämpfen. So geht es uns vielleicht auch manchmal im Leben, dass uns der Mut fehlt, zu kämpfen für das Reich Gottes, für das, was es sich zu kämpfen lohnt. Und Jesus spricht vom engen Tor, das viele suchen hineinzukommen, aber es nicht können, es nicht vermögen, die Kraft nicht haben, das Training nicht haben. Und wir wissen vom Training, unsere Muskeln brauchen ein regelmäßiges Training, nicht nur einmal im Monat, das hilft nicht sehr viel. Und so ist es auch ja, mit unserem Herzen, auch das muss trainiert werden. Und die dann angesprochen werden, die hineinkommen wollen und nicht hineinkommen, denen wird gesagt, die sagen dann, ja, wir haben doch vor deinen Augen gegessen und vor deinen Augen getrunken und wir haben doch in unseren Straßen, gab es doch deine Worte. Und wenn man genau hinhört, dann hört man schon irgendwie so, ja, wir haben vor deinen Augen gegessen, aber wir haben nicht mit dir gegessen und deine Worte gab es auf unseren Straßen, sie waren zu hören, aber habe ich sie gehört? Habe ich mich anstecken lassen oder habe ich mich durchmischen lassen, wie wir gestern von der Theresa gehört haben, von diesem Sauerteig, von seiner Liebe. Und die Ungerechtheit wirken, werden hinausgeworfen. Und bei diesem Hinauswerfen ist mir ein Evangelium von vor wenigen Tagen in den Sinn gekommen, wo es heißt, wie euch den Gesetzeslehrern den Schlüssel der Erkenntnis habt ihr beseitigt, ihr selbst seid nicht hineingegangen. Und die, die hinein wollten,
habt ihr gehindert. Und da hat sich für mich das Evangelium ein bisschen umgedreht. Ist es nicht eher so, dass nicht Gott uns nicht hineinlässt, dass die Türe, die da ist, eng ist, weil Gott sie eng macht, oder ist unser Herz eng? Sind wir die, die verurteilen, die auch andere nicht hineinlassen in dieses Tor? Und dann heißt es aber, dass von Osten, von Westen, von Süden und von Norden viele kommen und im Königtum Gottes zu Tisch lagern. Das heißt, es ist nicht unmöglich. Ins enge Tor kommen Menschen hinein. Aber die, die ein enges Herz haben und keinen Platz haben für Menschen in Not, nicht mit Jesus essen, nicht mit den Armen essen, nicht mit Jesu Blick auf die Menschen essen und trinken, sich durch sein Wort nicht durchmischen lassen, für die ist es schwer, weil sie sich dagegen entscheiden, hineinzugehen. Und ich habe dann gedacht, beim Trainieren, wenn wir an die Spitzensportler denken und Sportlerinnen, da gibt es einen großen Gewinn und die trainieren ganz schön ordentlich. Je mehr Gewinn, umso größer ist der Einsatz. Und so lade ich uns ein, dass wir heute auf diesen Einsatz schauen, den wir haben. Ein Leben mit Gott, ein Leben in Frieden, auch ein Himmelreich auf Erden und ein Himmelreich im Himmel. So lade ich uns ein, dass wir gerade an unserem heutigen österreichischen Feiertag Senfkorn sein sind für unser Land, dass wir uns durchmischen lassen in diesem Sauerteig der Liebe Gottes.